Da hatten wir doch beinahe den ersten Besucher. Aber auch das Schwein sagt nein. Haben wir jetzt übrigens schon. Müsste ja durch sein, ne? Das Fleisch. Haben wir. Sehr gut. Verhungern müssen wir schon mal nicht. Wir sterben nur vor Langeweile. Tja, die Nacht ist bald vorbei, ne? Freunde, wir gehen schlafen. Wir dürfen uns nicht ausruhen, es sind Monster in der Nähe. Den Spruch kennen wir auch schon. Da hinten ist ein Skelett, sehe ich ja auch. Huch. Tja, wir wetten jetzt mal, ich wette. Da wir nicht schlafen können, wird garantiert noch ein Monster runterfallen in der Nacht. Wir werden einen Tod sehen. Da bin ich noch überzeugt. Da bin ich von überzeugt. Wenn nicht, dann dürft ihr einen Wunsch in den Kommentaren schreiben. Und den besten Wunsch, den ich noch am schönsten finde, werde ich erfüllen. Auch da werde ich mir das Beste raussuchen. Schweinchen! Du kommst jetzt her. Oh, du dicke Schwein. Du musst nicht traurig sein. Komm herein und bring Glück. Nein! Es ist nicht zu glauben. Ach, du dicke Schwein, Alter. Es wird Tag. Es wird allmählich Tag und wir sehen nicht ein einziges Vieh sterben. Das Schwein war so kurz davor, ne? Es war so kurz davor. Aber der Erfolg bleibt verwehrt. So ein Scheiß. Ach, wie doof aber auch. Okay. Ich würde sagen, ich habe die Wette verloren. Schreibt einen Wunsch in die Kommentare, wenn ihr einen habt. Ich werde alles erfüllen, außer Geldwünsche und Wünsche, die ich nicht mag. Eieiei. Ha, da war doch eine Spinne. Da ist doch eine Spinne. Da ist eine Spinne. Spinne, tu uns den Gefallen. Komm her. Spinne, komm her. Spinne. Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Du kannst es doch. Du hast es in eigenen Händen. Spinne, dreh dich. Beweg dich. Mach irgendwas. Aber die Spinne schweigt und verbleibt, oder? Spinne. Es könnte klappen. Haben wir jetzt das erste Opfer? Haben wir hier das erste Opfer? Mittlerweile sieht es nicht mehr danach aus. Ach, wie schade aber auch, ne? Nee, nee. Noch sträuben sich die Monster. Gut. Wieder mal ab in den Keller. Huch. Tja, jetzt. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nach draußen? Das wäre ja Selbstmord schon wieder. Scheiße, Mann. Wir brauchen mal einen Aufstieg, der uns aufs Dach führt. Wir haben noch so viele Gegner draußen, die verschwinden erst immer nach 3, 4 Minuten. Aber da draußen ist die Spinne noch, ne? Ich hab sie doch gerade noch gesehen. Doch wieso nur bewegt sie sich nicht korrekt in Richtung Loch zu? Auf Richtung Loch zu? Oder wie dem auch sei. Tja, Freunde, ich hab nichts hinbekommen, die Folge. Nichts Wirkliches. Nach draußen gucken. Da sind noch so viele Spinnen.
Kann ich nach draußen gehen? Ich traue mich einfach nicht, nach draußen zu gehen. Ich traue es mich einfach nicht. Man könnte meinen, ich sei eine Pussy. Bin ich auch vielleicht. Hua! Ja! Was willst du von mir? Von wegen, die sind tagsüber nicht so aggressiv. Wir sind mehr als aggressiv, die Idioten. Das war die Spinne, die sterben sollte. Hat sie wohl persönlich genommen. Kacke aber auch. Tja, jetzt muss ich mal irgendwie versuchen, die Herzen wiederherzustellen. Bloß hier rein. Scheiße. Was ich jetzt mal craften will, ist eine Inventarbox, dass wir das Inventar da reinlegen können, die Truhe. Können wir herstellen. Haben wir gemacht. Dann werden auch die Sachen gespeichert, wenn wir sterben. Die Truhe tun wir mal hier in die Ecke. So. Sand zu mir, Truhe dahin. Halt. Truhe dahin. Okay. Das Geröll kann da ja mal rein. Wobei die Truhe ist auch klein, ne? Das ist keine große Truhe. Wir können auch größere Truhen kraften. Wisst ihr Bescheid? So, ein bisschen hier so aufteilen vielleicht. So, was ist denn wichtig? Die Hacke ist wichtig. Hackespitze 1, 2, 3, wisst ihr Bescheid? So, Kakteen sind nicht wichtig, aber egal. Erstmal alles da rein. Tja. Muss ich mal ein bisschen erkunden, wie man Herzen heilen kann. Wie kann man die Herzen wieder auffrischen? Wenn ich das mal wüsste, wäre ich schlau. Wäre ich schlauer. Ich bin ja auch so schon schlau genug, Freunde. Nicht falsch verstehen. So, einen Stock haben wir hier noch. Wir können schon mal das Fleisch da rein tun. Nochmal durchbraten. Wir brauchen bald neuen Brennstoff. Das ist ganz wichtig. Hä? Wir haben wieder volle Energie? Habe ich was verpasst? Wieso haben wir volle Energie schon wieder? Ich muss mir unbedingt im Video angucken, warum ich volle Energie habe. Wieso habe ich denn volle Energie schon wieder? Hä? Naja, wir gehen wieder nach draußen. Ich bin eine Pussy, zu Recht, weil wir ja immer angegriffen werden. Wir werden immer attackiert, egal was ist. Und ich muss auch sagen, Spinnen sind aggressiv, auch am Tage. So. Nächstes Ziel müssen wir uns überlegen. Ich würde mal sagen, die unterirdischen Systeme sparen wir uns auf. Da brauchen wir auch genaue Ideen zu, was wir tun wollen, was wir da bauen wollen, wie wir es vielleicht verbinden wollen zu unserem Häuschen. Das nächste große Ziel wird dann wohl der Dungeon unter dem Keller sein. Unsere nächste Mission. So. Aber wo? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wo die nächste Quelle sein könnte. Die nächste Quelle, wo wir ein bisschen was herzaubern können an Eisen beziehungsweise an Kohle. Eisen auch wichtig, wenn man später bessere Werkzeuge und Waffen herstellen will. Besser als mit Holz. Holz brauchen wir auch noch übrigens. Ah, ich habe immer so viel im Kopf, was ich noch machen muss. Holz braucht man natürlich noch, um ein paar Leitern zu craften. Die werden für die Mission ja auch ganz wichtig sein. Wissen wir Bescheid. Der Tag ist auch bald vorbei schon wieder. Weil wir ja die Hälfte des Tages drin gewesen sind.
Also wir sollten noch mal bis zum Anbruch der Nacht Holz fällen mit der Hand. Und dann können wir vielleicht, weil es so schön ist, ein bisschen noch in der Höhle gucken. Die Höhle, die wir ja hier irgendwo haben. Zumindest haben wir die hier doch mal gesichtet. Und das Ganze ist nicht mal 20 Minuten her. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, wo das war. Ja, ja. Desorientierung in Person. Das ist meine Wenigkeit. So, dreh dich mal ein bisschen, du Idiot. Und dann her mit dem Holz. Wir brauchen jetzt auch eine Erhebung, um die, um das Holz ganz da oben zu bekommen. Sieht auch scheiße aus. Schwebendes Holz. Das ist, nicht ganz so naturgetreu vielleicht. Und die Sonne nähert sich dem Erdboden, heißt also Sonnenuntergang auf gut Deutsch. Nicht schön. Okay, die Höhle, die ist hier. Freunde, ist das vielleicht der Weg zu dem Dungeon, den wir doch auch finden wollen?